Sachen auf YouTube hochladen, auf meinen Kanal hier, auf Prime offiziell. Sehr viel Liebe raus an Laiko, die unterstützt mich da perfekt. Und ist auch hier die Moderation auf jeden Fall. Ne? Was haben wir denn hier? Da haben wir den guten Vino mit Covid. 16 Bars Challenge. Können wir uns mal reinziehen. Aufstehen, Arbeit gehen, kein Bock, Telefon nehmen, Chef sagen, heute kein Job, Dankeschön, zack, und erste Pulle, zack, denn heute wird gefeiert und ich werde dich stolz, zweite Pulle, zack, und die Olle an meinem Sack, es wird immer noch gefeiert, AU heißt das Stichwort, Covid sei Dank, ich schaukel mir die Eier wund, heb die Gläser in die Luft, heute wird gefeiert und alles geht auf Covid, alles geht auf Vaterstadt, weil ich dank Fernsehen den richtigen Berater hab, dank meiner Maske sieht, also ich finde es ja ganz. Da muss ich jetzt nochmal, ja, hier muss ich ein bisschen anders stoppen. Also ich finde, dass da irgendwie ein bisschen zu drucklos ist. Ne? Also ich finde, du hättest da auf jeden Fall mehr Druck in die Stimme reinpacken können. Weiß nicht, ob das auch vielleicht am Mix und Mastering liegt. Ist auf jeden Fall sehr drucklos. Weiß auch, ist schon ein bisschen leise, ne? Aber ich weiß gar nicht. Ist aber das Lauteste jetzt hier. Ist auf jeden Fall leise. Ja, ich finde auf jeden Fall, deine Stimme hat zu wenig Druck. Ne? Also ein bisschen zu wenig Druck dahinter. Hört sich an, als würdest du das einfach, ja Mann, ey, Vater Staat, ich mache dich Kara, dicker Mann, du weißt genau, dicker Mann, ich mach das klar. Weißt du, so in dieser Art hast du ja da gerappt so. Und ich finde auf jeden Fall, dass du da mehr Druck reinhauen müsstest, weißt du? Müsste auf jeden Fall viel mehr Druck rein, viel mehr in die Betonung halt nochmal reinlegen, ne? Dass es sich nicht so wie eine Schlaftablette anhört, sondern dass du wirklich da ein bisschen Power mit reinbringst. Und von den Reimen her finde ich es jetzt gar nicht mal so schlecht. Es waren aber wirklich eher so solide Lines, würde ich sagen. Ne? Also da waren jetzt nicht so krasse Highlights dabei oder so, wo ich sagen würde, so okay, ne, die Zeile da würde ich jetzt hervorheben oder so. War jetzt nicht dabei. Das wäre jetzt so gerade so das Erste, was ich dazu jetzt sagen würde. Ganz spitz. Ja, ganz witzig und bleibe der Beste. Covid hin und her, Klopapier war leer, aber jetzt nicht mehr. Alle hoffen sehr, dass es ab jetzt für immer so bleibt. Wie nur U-Kings, ich bleib für immer dabei. Und wenn Spucke meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Covid empfängst. Der Welt gibt die Luft aus, als wenn du dich erhängst. Und wenn Spucke meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Covid empfängst, der Welt geht die Luft aus. Als wenn du dich erhängst, als wenn du dich erhängst. Hook ist, wie gesagt, ist ganz witzig aufgebaut so an sich, ne? Kann man halt sagen, was man will, ne? Von der Aussage her kann jeder halt irgendwie interpretieren, wie er möchte. Ich find's halt trotzdem halt, ne, auf Unterhaltung ist es ja gemacht. Deswegen nehme ich es auch als Unterhaltung wahr. Ne? Ich bin ja nicht jetzt jemand, der da sagt so, boah, der sagt, der spuckt jetzt jemand an und sowas, ne? Und jetzt, damit der Covid empfängt und sowas. Nein, weiß auf jeden Fall. Nee, warte, lass mich mal. Ich weiß auf jeden Fall, was du damit meinst, weil das war nämlich auch ein bisschen so von Söhne Mannheims, und wenn dein Lied, ne? Und wenn dein Lied meine Lippen verlässt. Und du hast halt so, und wenn Covid, ne, meine Lippen, meine Spucke, meine Lippen verlässt, so, ne? Damit du Covid empfängst. So, fand ich an sich ganz cool, dass du das dann so noch mit reingebracht hast und das ein bisschen parodiert hast, so gesehen, und das dann zu seiner eigenen Hook gemacht hast, so, ne? Fand ich cool. Am Beat her, der Beat ist eher schlicht. Ich würde sagen, der Beat ist jetzt auch nicht so krass besonders oder so, ne? Aber der hört sich die ganze Zeit immer gleichen Loop an. Da passiert halt nicht viel, sind keine Breaks oder irgendwas, ne? Vom Soundtechnischen her, so, ich finde halt ein bisschen, ne, ist leise. Und ich finde halt, dass du halt da wirklich eher ein bisschen gelangweilt gerappt hast, ne? Ich finde das wirklich ein bisschen gelangweilt gerappt. Vom Video ist solide, cool gemacht. Auch ein schönes Diltedi-T-Shirt auf jeden Fall an. Aber mir fehlt da halt wirklich Druck in der Stimme. Mir fehlt da einfach so die Power dahinter. Weißt du, ich meine, das hört sich einfach nur mal so schnell gemacht an, dass man einfach jetzt, okay, komm, wir drehen jetzt schnell ein Video dazu. Ich habe jetzt einfach schnell was eingerappt. Das ist so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel darauf achte, dass die Nachbarn nicht stressen oder so, was jetzt halt nicht der Fall ist. Ich kann die laut sein, wie ich will. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie sage, okay, Mann, meine Nachbarn, die sind da ein bisschen
ne, die sind ein bisschen schräg und so, die verstehen das nicht ganz, meine Kunst und so. Und da muss ich jetzt aber crazy jetzt rappen und muss mich ein bisschen zurückhalten und so, weißt? Und so hört sich das an, dass es halt ein bisschen zurückhaltend ist. So, da wird nicht hier so schön auf die Pauke gehauen und da wird nicht halt schön mit Druck gerappt, ne? Sondern halt ein bisschen low, auf Low-Basis und schade. Wie gesagt, ich ziehe mir auch gerne mal andere Sachen von dir rein. So, du hast mir jetzt das hier geschickt. Das ist jetzt meine Meinung zu dem, was du mir gegeben hast hier. Das ist mein ehrliches Feedback dazu. Und an sich, hat cooler Flow an sich auch, ne? Waren ein paar coole Flow-Stellen dabei so. Aber da würde ich auf jeden Fall auch sagen, da hättest du ein bisschen mehr Variation mit einbringen können. An sich halt, wie gesagt, mit der Stimme spielen und so, ne? War jetzt auch nicht vorhanden. Es war halt mehr monoton, vor allem auf der gleichen Tonlage. Und war halt wirklich eher lasch gerappt. War wirklich lasch gerappt. Ich will dir da nicht zu nahe treten oder so, aber war wirklich halt, wenn ich das höre so, merke ich halt, dass da kein Druck hintersteckt, ne? Und dann bin ich auch ehrlich, muss da kein Honig ums Maul schmieren. Danke Patrick, PL23 oder 23. Danke dir auf jeden Fall für den Follower. Und danke für den Follow. Und Vino, ne? Vino, wie gesagt, achso, Patrick PL23, wer da oben pennt, das ist die Leiko. Die ist auch hier Moderation und die pennt und bin auch also, da. Macht nur ein bisschen die Augen zu und verfolgt das trotzdem hier alles mit. Ne? Alles gut. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass du das auch, ne, gut auffasst und dann sagst auch, ne, danke für dein Feedback und du trittst mir damit nicht zu nah und bedankst dich auch, dass ich mir die Zeit dazu genommen habe. Ja, natürlich gerne, ne, das ist ja mein Content, ne, dass ich mir die Zeit dazu nehme, dass ich mir die Newcomer anhöre, dass ich da meine ehrliche Meinung dazu gebe, so, weil ich mache auch selber Musik, ne, und möchte natürlich dann auch den Nachwuchs natürlich auch ein bisschen was mitgeben, ne? Dass man da vielleicht ein paar Sachen ändern kann, dass man da vielleicht gucken kann, was man da ändern kann, was man verbessern kann, ne? Denke mal, du hast auch andere Tracks und da hast du vielleicht ein bisschen mehr Power drin, so. Aber das, was ich jetzt gehört habe, ne? Darauf beziehe ich mich, ne? Und das ist halt diese Sache halt. Und, ja. Ist das jetzt schon zu Ende? Ja, es ist ja schon fast zu Ende, kann man sagen, ne? Aber, ich könnte schon sagen, das ist eigentlich schon die komplette Prognose. Wir gehören das jetzt auf jeden Fall zu Ende, aber das ist das, was ich jetzt gehört habe und was ich dazu sagen kann. Ja, yeah, die Zeiten waren hart. Die Zeiten werden besser. Ich nominiere auf jeden Fall Harald der Henker, Chris Kotzen und 4-7. Alles Krefelder Jungs. Und wenn Spucke meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Covid empfängst. Der Welt geht die Luft aus, als wenn du dich erhängst. Und wenn Spucke meine Lippen verlässt, dann nur, damit... Zum Video und zum Acting würde ich natürlich auch noch was sagen, ne? Also, weil da habe ich auch ein bisschen Erfahrung, ne? Wie man im Video sich actet, wie man sich gibt im Video und ne? Wie man vor der Kamera sich präsentiert. Ne? Da habe ich ja auch schon viel Erfahrung mit. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ist auch ein bisschen lasch, ne? Also, weil du actest halt ohne Energie richtig so, als würdest du gerade nicht wissen, wie du acten solltest. Ne? Ich glaube, du hast noch nicht so viel Erfahrung in dieser Sache, dass man da jetzt sagen kann, okay, du hast jetzt viele Videos gemacht, da wo du halt weißt, wie du gerade acten sollst. Weil so, das gibt mir gerade den Anschein so. Dass wenn ich halt das Video sehe, so, dass du da halt irgendwie ja, so ein bisschen eher gelangweilt irgendwie rüberkommst, weißt? Dass du noch nicht weißt, fühlst dich noch nicht so richtig wohl, ne? Das gibt mir das Gefühl so, du fühlst dich noch nicht ganz wohl und du weißt nicht, ob du gerade das, was du da, ne, wie du das gerade machst und so, ob es gerade richtig ist oder ob es gerade passt und so. Das kommt mir wirklich so rüber und ja, dann habe ich natürlich da voll ins Schwarze getroffen, ne? Wenn du ja sagst, es ist dein erstes Video, dann ist es ja kein Wunder, ne? Dann bist du gerade komplett ganz am Anfang und musst du halt natürlich mit mehreren Videos dann lernen, wie du actest, wie du dich gibst, wie du am besten rüberkommst und
ja, wie du dich am besten präsentieren kannst, ne? Dass es halt trotzdem immer noch gute Action hat und halt nicht zu lasch rüberkommt halt, ne? Weil das unterstreicht dann halt wieder auch die Audio, ne? So wie du dich da gibst, unterstreicht auch wieder die Audio. Weil du gibst dich halt ein bisschen halt so chillig, ne? Ist halt. Und die Audio ist ja auch eher gelangweilt gerappt, ne? Also, und dann noch dieses Acting noch dazu. Da ist halt keine Action so, ne? Und wenn das jetzt dein erstes Video ist, dann hoffe ich mal, dass die nächsten Sachen natürlich dann mehr mit Acting zu tun haben, dass du da ein bisschen mehr aus dir rausgehst, dass du versuchst, da vielleicht ein bisschen mehr Druck hinter zu bringen, auch in den Tracks. Und ja, weil Talent ist auf jeden Fall da, ne? So ist es ja nicht. Hast du gute Stimme, du hast auf jeden Fall auch einen Flow, ne? Du musst halt nur gucken, dass du halt ein bisschen mit der Stimme spielst, ein bisschen guckst, dass du nicht zu monoton klickst, zu monoton klingst und dass du halt aus, dass du die Reime vielleicht auch ein bisschen ausbaust, ne? Dass du auch vielleicht die Reimequalität auch noch ein bisschen verbesserst. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ist doch ein guter Weg geebnet. Ne? Bleib auf jeden Fall dran. Ne? Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Und bringt ja nichts, dass ich einfach sage, yo, geil oder yo, scheiße. Bringt nichts. Oder schon, ne, ich höre mir das richtig an, analysiere das und sag dir dann halt, was du vielleicht besser machen könntest, ne? Ob du das halt so nimmst und wirklich auch so umsetzt, das bleibt ja immer dir überlassen, ne? So, ich kann halt nur meine Meinung halt dazu geben, so, weil ich mache auch schon seit 2003 Musik und also, dass ich da halt jetzt nicht irgendwie einfach jemand bin, der einfach nur Musik hört und einfach dann über andere Musik urteilt, sondern ich mache auch selber Musik, auch aktiv, seit 2003. Und muss einfach nur gucken, dass du halt perfekt actest, dass du halt das rüberbringst, was du im Song vermitteln möchtest. Ne? Und das ist sehr, sehr wichtig, dass du halt guckst, okay, mein Text handelt jetzt zum Beispiel von diesen Covid-Sachen. Ne? Zum Beispiel, wo du sagst, wenn ich dich anspucke oder so. Du hast halt so eine Gestik gemacht mit so rüberspucken oder so, weißt? Hättest du auch so machen können, einfach so, weißt du, ich meine, da merkt man auch direkt, okay, da meint irgendwas mit, ne, du sagst genau das und gibst das auch gerade wieder so. Das sind halt so Kleinigkeiten, aber wenn du diese Sachen halt rüberbringst und wirklich dann so actest und versuchst, das so zu acten, so, dann kannst du den Text, den du gerade rappst, den kannst du dann viel glaubwürdiger rüberbringen, weißt? Weil der Zuschauer, der guckt sich ja das Video an und, macht sich ein Bild von der ganzen Sache, ne? Wenn er dann zum Beispiel halt, wenn er halt merkt, dass du halt so eher lasch bist, eher verunsichert und so, weißt? Dann macht es auch nicht unbedingt Spaß, das ganze Werk überhaupt komplett durchzugucken, weißt? Deswegen muss man halt immer drauf achten, dass man sich am besten wie möglich zeigt, ne? Und es ist halt Unterhaltung, ne? Du machst Musik, du unterhältst die Leute mit der Musik, du unterhältst die, wenn du ein Video machst, unterhältst du ja die Leute mit dem Video. Ne? Und dann musst du auch dementsprechend halt auch acten und gucken, dass auch die Leute wirklich auch einen Mehrwert davon haben, ne? Wenn sie sich das Video angucken und denken sich so, boah, ey, der weiß genau, was er tut, wie er gerade actet und so, weißt, passt einfach perfekt alles, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Und dann kommt mir nicht mit, ich hab kein Twitter ich hab hier kein Twitch, ne, dann mach dir einen Twitch-Account, so kostenlos, Mensch.